Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo und dieses Mal wieder aus unserem neueren Zoo. Ich sage jetzt neueren Zoo, weil wir haben leider immer noch keinen Namen für diesen Zoo. Eventuell lasse ich ihn jetzt einfach bei Platzhalter Zoo, keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. Wenn mir irgendwann mal ein guter Name einfällt, dann nehme ich den vielleicht mal. Wenn ihr einen guten Namen habt, dann haut ihn auf jeden Fall sofort raus. Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und schreibt ihn in die Kommentare, ich gucke mir den an. Und dann schauen wir mal. Und ich würde auch mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass euer Name dann genommen wird, ist ziemlich hoch, weil es kommen generell nicht so viele Namensvorschläge. Also, ja, habt ihr jetzt die Chance, ihr die einmalige Chance, diesen Zoo zu benennen. Und ja, ansonsten, was haben wir heute eigentlich vor? Wir haben ja jetzt, bevor wir in Kokoloko Zoo rübergegangen sind, um da unsere neuen Tiere einzubringen, haben wir ja hier hinten an dieser Ecke gearbeitet, bei den Robben und so. Und ja gut, da seht ihr, hier springt gerade einer rum und schwimmt und sowas, alles wunderschön. Mit diesem Gehege selber können wir nicht mehr wirklich viel machen. Ich kann hier an den Häusern noch ein bisschen rumspielen, ein bisschen mehr Details reinhauen und so. Muss ich mal gucken, wie wir das machen. Aber ja, die Sache ist, da gibt es nicht wirklich viel zu machen mittlerweile. Und von daher würde ich mal sagen, gucken wir uns heute mal an, dass wir hier unten diesen unteren Teil gefixt kriegen, weil hier haben wir nie wirklich drauf geachtet. Hier ist bisher, naja, einfach gar nicht. Hier kann man einfach so in den Bereich rüber. Hier ist noch irgendwo, ja, keine Ahnung, was hier alles ist und so. Keine Ahnung, ihr seht schon, dieser Bereich hier ist nicht wirklich so ausgebaut, wie er eigentlich sein sollte, glaube ich. Und dann will ich auch einfach mal sagen, gehen wir jetzt mal hin und gucken mal, dass wir den hier wirklich ausgebaut kriegen in dieser Folge. Und ich würde mal sagen, als allererstes müssen wir hier ein bisschen den Weg neu bauen. Und für einen neu gebauten Weg, würde ich sagen, gehen wir einfach in eine Timelapse über. Warum hauen die jetzt ab, wenn der Bär reinkommt? Man versteht es nicht. Aber egal. Ich würde mal sagen, wir gehen aber direkt in eine Timelapse oder, nee, Timelapse ist scheiße dafür, glaube ich. Wir gehen in einen kleinen Cut und bauen dann hier mal ganz kurz off-cam diesen Weg neu. Weil ich kann euch jetzt schon sagen, das wird nervig. Also, bis gleich. So, ihr seht schon, es ist gerade Nacht. Wir befinden uns hier vor dem Eingang und ihr seht schon, es leuchtet wunderschön blau drin. Das hatten wir jetzt zwar letztes Mal auch schon, aber dieses Mal haben wir es anders. Und wenn wir reinkommen, ihr seht vielleicht keinen großen Unterschied. Allerdings haben wir, wie gesagt, die Lampen jetzt unter der Decke. Sieht, finde ich, deutlich besser aus. Dann hier sind wir direkt dran am Glas. Nachher rechts haben wir jetzt Beton, weil hier wird sowieso Mitarbeiterbereich. Den werden wir auch nochmal ein bisschen auskleiden, dass du von hier oben nicht so komplett in den Mitarbeiterbereich reingucken kannst. Das wird ein bisschen ähnlich gemacht wie hier, nur dass dann ein bisschen mehr Bepflanzung hier oben noch drauf kommen soll. Und ja, wenn wir dann weiter hier unten sind, wir haben jetzt hier unten das Ganze ein bisschen gerade durch Zufall wohl bemerkt. Hier vorne, das ist ein bisschen scheiße, weil geht nicht anders leider. Aber ja. Außerdem, welcher Vollidiot bei Frontier dachte sich, ey, lass mal gleiche Teile hier reinbringen, gleiche Zäune reinbringen, wie an dem Weg dran sind. Allerdings, lass die mal so um 10% größer machen. Warum? Also warum kann der nicht gleich groß sein wie der hier? Also warum existiert sowas? Ihr seht hier vor oben, das kommt nah an Perfektion dran, dass hier mit der oberen Stange perfekt passt. Hier unten? Nö. Hier unten dachten die sich einfach so, nö, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Aber ja. Hier hinten, das habe ich noch nicht gefixt. Das können wir mal ganz kurz machen. Man nehme sich einfach kurz ein bisschen Erde. Und mache den hier. Und schon haben wir das Problem gefixt. So. Ja, wie gesagt, ich würde mal sagen, jetzt ohne lange rumzureden, wir wollen ja heute noch ein bisschen mehr schaffen. Und ich habe keinen Bock jetzt, dass wir hier ein 10-Stunden-Video machen. Gehen wir mal hin und als allererstes ändern etwas an diesem Steg. Ich weiß nicht was, aber er stört mich sehr, sehr hart. Hier will ich irgendwas anderes hinmachen. Mal schauen, lasst euch überraschen. Und wenn wir das haben, entweder sehen wir uns dann wieder oder wir schauen uns mal ganz kurz das Ding hier an und bauen da ein bisschen weiter. Ah ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich will ja jetzt nicht sagen, aber ich fühle mich so ein ganz klein bisschen beobachtet. Auch nur so ein ganz, ganz, ganz klein bisschen. Also ja, ganz kurz, Zwischenstand hier. Ihr habt es ja unten gerade eben schon gesehen. Wir haben hier jetzt, diese Szene ist, finde ich, deutlich schöner als dieser viel zu überdimensionierte Steg.
Das hier oben, die Wand solltet ihr gesehen haben. Und jetzt gehen wir einfach direkt hier hin und gucken uns dann mal an, wie wir das hier gestalten. Auf jeden Fall kommt hier eine Tür rein, auf jeden Fall kommt hier ein Dach drauf, auf jeden Fall kommt hier irgendwas bepflanzungsmäßig drauf. Und wir sehen es aber gleich nochmal. So, da wären wir jetzt wieder. Ich habe jetzt hier zum zweiten Mal mein Audio verkackt, was nicht gerade mehr lustig ist. Aber egal, können wir wenigstens hier der Robbe zugucken. Und zwar sind wir jetzt hier mit diesem Gehege, würde ich mal sagen, soweit fertig. Hier vorne, diesen Turm hatte ich ja schon mal gezeigt, glaube ich. Dann, wenn wir mal weitergehen, hier vorne, das ist das Endprodukt des Dachs. Haben wir hier ein paar Statuen und sowas. Ein bisschen Begrünung, nicht zu viel, weil ist halt immer noch ein Steindach, so ein dünnes. Dann können wir hier runtergehen und dem Typen, der sich fast in die Hose macht, direkt reinrennen. Haben wir immer noch hier den Durchgang verboten hier. Überhaupt nicht verkleidet von ihnen. Braucht man aber auch nicht, ist Mitarbeiterbereich. Und ja, wenn wir wieder rausgehen, war es das mit diesem Gehege. Allerdings kommt jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wir suchen uns mal wieder hier eine Robbe. Komm, hier folgen wir dir mal. Und ja, auf jeden Fall Eigenwerbung. Es müsste vor einer Stunde, falls ihr mich nicht abonniert habt, ist das vielleicht interessant. Oder an einem anderen Tag guckt, das ist nochmal interessanter. Ich verlinke euch das Video mal hier oben. Dieses Video rausgekommen sein, das ist eine kleine Werbung für einen Planet Coaster Park. Und zwar haben wir da zu sechs im Rahmen eines Parkbau-Wettbewerb ist es gar nicht, aber Community-Projekt vom Modern Consumer halt in dem Park gebaut. In den könnt ihr gerne mal reingucken und an sich mal vielleicht eure Meinung dazu schreiben, ob ich da ein bisschen mehr Planet Coaster vielleicht auf diesem Kanal bringen sollte. Ob euch das interessiert, dachte mal, das passt für Planet Zoo vielleicht noch mit rein. Weil, ich meine, sind fast die gleichen Spiele, nur mit unterschiedlichem Inhalt drin. Aber ja, deswegen, am ehesten wird es wahrscheinlich euch hier interessieren, die hier zugucken. Deswegen, schreibt mir erstmal in die Kommentare, ob ihr da vielleicht mehr sehen wollt. Eine Parktour kommt davon wahrscheinlich auch noch irgendwann mal. Muss ich mal gucken. Und dann würde ich mal sagen, mit diesen Worten beenden wir dieses Video hier. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann bei irgendeinem anderen Gehege, irgendeiner anderen Tierart und so wieder wahrscheinlich. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin. Ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben dalässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.